Das ist meine liebe Frau, das ist meine liebe Kirmesfrau. Juch heißer, fiefert Kirmesfrau, das ist meine liebe Frau. Oh, Burg hat ne schöne Frau, oh, Burg hat ne schöne Kirmesfrau. Juch heißer, fiefert Kirmesfrau. Oh, eine schöne Frau. Ich hab die Welt verlassen und stehe auf dem Turm. Ich kann die Sterne fassen und sprechen mit dem Sturm. Ich banne die Gespenster und lebe fern vom Sport. Klopft an mein Fenster und spricht vom lieben Gott. Ich war mit meinem Fahrrad unterwegs und komm da am Hörster Friedhof vorbei, die Wemhoffstraße, und will in die Stadt fahren. Dann hat es ein bisschen eilig. Und da ist ein Auto, das steht so quer, ne? Da ist noch so ein Lieferwagen. Der steht da bei diesem Haus, ich weiß gar nicht, was da ist, da diese AWO-Kita drin. So ein Haus, was so ein bisschen wie von früher aussieht, wo man so vorbei, da ist, auf der anderen Seite ist noch eine andere Kita und da ist die Straße eng und man kommt da, bevor man auf die Fürstenbergstraße kommt. Da steht ein Auto und das kommt da irgendwie an diesem Lieferwagen, irgendwie so ein UPS, weiß ich nicht. Das ist auch furchtbar, was die Straßen versperren, diese Lieferwagen, ja. Das macht mich völlig, also egal, jedenfalls, da sitzt eine Frau drin, junge Frau, blonde Frau, und da ist irgendwie, ich meine, da ist noch Platz, und die gurkt dahin und gurkt zurück, und dann guckt sie, und dann kommt sie nicht vor und nicht zurück, und dann steht irgendwie, wir sind eine Schlange von Leuten, die da schon stehen, und ich denke, dann steigt noch einer aus, und eine vor mir, die war mit dem Fahrrad auf Kind, also da hat ein Kind hinten drauf, und die war total freundlich, die war so super freundlich, hat noch geholfen, da ist einer ausgestiegen, der hat, ich kann gar nicht mehr richtig sprechen, grammatikalisch. Der ist ausgestiegen, hat sie noch versucht und dann kam sie nicht. Und dann, die hat gelächelt, die hatte Panik. Ich hatte eine Wut, ich wollte da durch, ich konnte da nicht. Die kapiert hat, dass sie einfach nur mal ein Stück zurückfährt, dass ich da mit dem Fahrrad mal durch. Dann denke ich, man, die mit ihren Autos überall die Straßen verstopfen und dann kommt man nirgends mehr durch. Kommt man da nicht. Das Jugendamt konnte mich nirgends unterbringen, weil ich heroinabhängig war. Ja, wo sollen wir die hintun? Die nimmt Heroin. Können wir nicht. Man sollte meinen, dass Kinder nicht durch das Raster fallen. Schon gar nicht hier in Deutschland. Aber das tun sie. Meine Mutter war selbst heroinabhängig und kam mit mir dann irgendwann auch nicht mehr klar. Hätten Sie vielleicht ein bisschen Kleingeld? Danke. Trotzdem schönen Tag noch, ne? Ich werde das also sprechen, was Leute heute oder gestern Nacht gesagt haben über diese Stadt. Und ich werde versuchen, es so gut wie möglich nacherlebbar zu machen. Und so werden wir uns dem annähern, dass wir am Ende versuchen, das Ganze zu einer großen Collage zu verdichten. Und wenn man die Promenade läuft, so, das, ja, das macht schon Spaß. Ja. Die ganze Kleidenlandschaft und so, das ist... Da, wenn man ein dicke Bohneneintopf isst. Das ist schon ganz was Besonderes. Die Lamberti-Kirche, und ich frage mich gerade, ob die Türmerin vielleicht schon getürmt ist oder nicht, oder ob sie immer noch da drin ist. Laufe nach links, begegne sehr vielen Menschen in Lederhosen und Dirndl. Florian Wender spielt für Sie eine Improvisation. Wir haben 23 Uhr zu sehen. Auf den falschen Seiten, die verfolgen mich hier. Immer um die gleiche Uhrzeit auf der falschen Seite. Das geht überhaupt nicht. Da muss man mal eine Maßnahme ergreifen. Polizei informieren. Ich gehe jetzt zur Polizei.